Ja, schönen guten Abend. Schön, dass noch ein paar Leute gekommen sind hier zum Kulturprogramm im dritten und nicht zu der Comedy im ersten. Ich möchte heute über Pflanzenhacken reden. Die Motivation dazu kommt von vor 4 Jahren. Da habe ich einen Talk gehört, hier auch auf dem Chaos Communication Kongress von Paul Asmuth. Da ging es auch um Pflanzenhacken. Allerdings hat er sich eher auf den Umweltaspekt konzentriert. Also das Ergebnis einer Pflanze ist ja immer eine Wechselwirkung aus Umwelt und dem Genotypen. Und Paul hat sich halt ganz auf die Umwelt konzentriert, hat halt die Pflanze in den Keller gestellt, hat sich dann Lampen gekauft, hat sich ein künstliches Substrat zurechtgemacht, künstlichen Dünger dazu genommen und so. Das ist auch alles okay. Nur ich selber, ich habe eine Ausbildung als Zierpflanzengärtner genossen und für mich ist es unvorstellbar, Pflanzen in den Keller zu stellen. Die soll man draußen sehen, da soll man sich dran erfreuen und na gut, es gibt Gründe, dass man sie vielleicht doch in den Keller lieber tut. Aber ich möchte auch denn jetzt also beim Hacken, also beim Verändern für meine Bedürfnisse, da möchte ich lieber auf den Genotyp gehen. Also ich möchte wirklich die Pflanze hacken und nicht die Umwelt. Und da bin ich auch ein ganz guter Tradition mit. Wenn wir mal jetzt 10.000 Jahre zurückgehen, da hat das alles angefangen. Damals, neolithische Revolution, fing der Mensch an, Ackerbau zu betreiben. Da hat er auch erstmal die Umwelt gehackt, besser gesagt, er hat den Boden aufgehackt, er hat einen Zaun drumherum gemacht mit Gärten, das hat er dann Garten genannt, hat auch die Pflanze aus ihrer natürlichen Umgebung rausgenommen, eine andere Umgebung geschaffen, eine kontrollierte Umgebung, um dort halt auch bessere Ergebnisse zu kriegen, die Pflanze seinen Bedürfnissen nachzugestalten. Aber er hat auch die Pflanze selber gestaltet, und zwar durch Selektion. Das ist Pflanzenhacken 1.0 quasi. Ich verändere die Pflanze nach meinen Bedürfnissen einfach dadurch, dass ich das, was es an Variationen in der Umwelt gibt, rausnehme. Wenn wir uns die Pflanzen angucken, haben wir halt die Zahlen hier, da gibt es verschiedene Schätzungen, also zwischen 500.000 weltweit bekannten Pflanzen bis 250 runter. Das ist so etwa, was man kennt. Davon sind 50.000 zum Verzehr geeignet. Die hat er sich nicht alle rausgesucht, der Mensch, sondern halt 7.000 davon, die ihm geschmeckt haben, die ihm gelegen kamen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie diese Selektion noch weitergeht und wir gucken, was wir essen, dann haben wir wirklich nur 15 Pflanzen, die 95% dessen ausmachen, was wir an Nahrungsenergie zu uns nehmen. Und 3 davon liefern sogar 60%. Das ist der Mais, das ist der Reis und das ist der Weizen. Das ist halt quasi die Grundlage unserer Kultur heutzutage noch. Und es gibt aber auch sehr viele andere Getreide. Ich wollte jetzt mal ein paar Getreide zeigen. Fangen wir am besten unten links an. Da haben wir die Gerste, ganz wichtig, fürs Bierbrauen natürlich. Kann man sonst auch sehr gut als Viehfutter anwenden. Man kann sogar auch Brot draus backen oder selber das essen, aber für die menschliche Ernährung wird es nur noch sehr wenig benutzt. Aber eigentlich ein schönes, also es ist wirklich ein schönes Getreide, wenn man das auf dem Feld sieht, es hat ein unheimlich schönes Grün. Wenn dann der Wind durchgeht, ist das wie wogendes Meer. Also wirklich schön. Daneben Secale cerealis, das ist der Roggen. Wurde früher, also noch vor 100 Jahren, hauptsächlich als Hauptgetreide für das Brotbacken benutzt, wurde jetzt stark vom Weizen verdrängt. Aber ich glaube, Roggenbrot, so wie ich das mitbekommen habe, ist langsam wieder, kommt wieder in Mode, weil es halt geschmacklich doch auch interessanter ist als dieses Weißbrot. Daneben dann Avena sativa, der Hafer, der ist gut fürs Pferd. Ansonsten, also ich mag Müsli nicht so gern. Zum Bierbrauen ist er auch nicht geeignet. Wenn wir dann hochgehen, haben wir Triticum compactum, das ist im Prinzip schon unser Weizen, allerdings eine alte Form. Compactum, weil er so gestaute Ähren hat. Der wird auch Winkel genannt, das ist mein absolutes Lieblingsgetreide, so den werden wir auch nochmal sehen. Ich hoffe immer, also auf Englisch wird er auch Clubweed genannt. Und meine Hoffnung ist immer, dass ich einen Bierbrauer finde, der mit mir mal einen Clubweizen auf den Markt bringt. So, wenn wir dann noch eins weiter wieder nach links gehen, das ist der Dinkel, also die beiden nicht verwechseln, das eine mal mit D, das andere mal mit B, der Dinkel. Hervorgegangen übrigens aus einer natürlichen Kreuzung zwischen, was wir, wenn wir noch eins weiter links gehen, das ist dann der Emmer. Also wenn man Emmer und Winkel kreuzt, dann kriegt man den Dinkel.
Und dann ganz links, da haben wir etwas, das ist jetzt wieder ein bisschen in Mode gekommen. Das kennen viele Leute vielleicht als Kamut. Ich weiß nicht, ob das man hier schon gehört hat. Das gibt es dann immer gern als Pizza oder so. Und ich habe selber noch nicht gegessen. Also ich habe das Getreide schon gegessen, aber noch keine Pizza draus. Aber die Leute sagen immer, schmeckt ganz wunderbar. Und es gibt auch wirklich noch viele andere Getreide. Also ich habe jetzt hier einige weggelassen. Da könnte man dann noch Triticum machaminabte oder Triticum polonicum oder noch etliche andere. Also da gibt es sehr viel. Aber jetzt wollen wir uns mal angucken, wie ist eigentlich der Weizen entstanden. Da haben wir nämlich jetzt drei wilde Gräser. Das sind die links unten, da drüber, also links unten haben wir das Aegilops tauschii, das Ziegenaugengras. Da drüber haben wir Aegilops speltoides, auch so ein wildes Gras. Und dann Triticum urato, das sind wilde Gräser, die haben halt, was da die Eigenschaften sind, die ich als Mensch nicht möchte für den Anbau, was ich verändern möchte. Das ist zum Beispiel, dass die Spindel, also die von der Ähre, da wo die Blüten dran sitzen, die bricht bei diesen natürlich wilden Gräsern sehr leicht, weil die möchte sich ja ausbreiten und da macht es keinen Sinn, wenn die ganze Zeit die Samen an der Spindel dran, in der Ähre dranhängen bleiben. Nur für den Menschen ist es halt sehr ungünstig, weil wenn das schon auf den Boden gefallen ist, bevor es richtig reif ist oder ich pack's gerade an und es fällt runter, dann ist die Ernte halt sehr schwierig. Und ja, und das ist halt so eine Eigenschaft, oder auch die Korngröße und auch der Spelz, also das, was um das Samen drumherum ist, dass der leicht abgeht. Das sind so die Eigenschaften, die ich gerne verändern möchte. Und hier jetzt sind wir immer noch bei Pflanzenhaken 1.0. Was hier aufgetreten sind, sind natürliche Hybridisierungen, also natürliche Kreuzungen zwischen diesen verschiedenen Arten. Da haben wir einmal, hat sich halt Uratur, hat sich mit Speltoidus gekreuzt und da haben wir Triticum turgidum rausbekommen. Das kennen wir auch noch, wenn wir Spaghetti essen, dann ist das aus Hartweizen hergestellt und nichts anderes ist das. Und der Hartweizen hat sich dann wieder mit dem Aegilops tauschii gekreuzt und daraus ist dann unser heutiger Saatweizen geworden. Wenn man jetzt guckt in den Bildern, ist immer unten noch so zwei Buchstaben. Das ist das Genom. Und zwar, die Sache ist, wenn sich da so zwei verschiedene Arten miteinander kreuzen, dann können die Chromosome sich nicht zusammenlagern, also sie können keine Homologe bilden. Und normalerweise führt das halt dazu, dass verschiedene Arten sich überhaupt nicht kreuzen können. Pflanzen sind da ein bisschen lockerer, die sagen, dann mache ich halt einfach zwei Genome draus. Und dann habe ich beim Triticum turgidum halt die beiden, vorhin habe ich dann BBLEA, habe ich einen tetraploiden Weizen und Triticum estivum, kommt halt nochmal ein Genom dazu und ich habe einen hexaploiden Weizen. Was das für Auswirkungen hat, warum das ganz günstig ist, das werden wir vielleicht später noch sehen, wenn wir dann zur Genetik kommen. Vorher aber noch, also wir haben jetzt von 8000, alle diese Pflanzen, die ich jetzt gezeigt habe, die sind im Prinzip alle 8000 vor Christus Geburt entstanden. Also damals hat der Mensch angefangen, Kulturpflanzen zu schaffen und es sind nur ganz wenige neue dazugekommen. Also ich glaube, die Tomate ist relativ neu und gibt vielleicht noch mal, der Brokkoli ist auch relativ neu. Aber so diese Grundausstattung an Kulturpflanzen, die wir haben, die wurde quasi da vor 10.000 Jahren geschaffen und es hat sich zwar viel an denen verändert, aber es sind immer noch dieselben Pflanzen. Viel hat sich verändert, also diese Pflanzen wurden dann immer von Generation zu Generation weitergegeben. Die Leute sind ausgewandert in verschiedene Landschaften und da hat sich dann auch immer der Weizen angepasst. Das hat dann zu einer Entwicklung von den Landsorten geführt. Ich habe hier mal 6 beliebige dargestellt. Das ist halt wirklich jeder Landstrich, hat dann quasi eine Sorte gehabt oder auch ein Sortengemisch. Also es waren dann nicht unbedingt immer homogene Sorten, aber eine Sorte, die an seine Landschaft, an seine Feuchtigkeitsverhältnisse, an den Boden, ans Klima und so angepasst waren. Und was ich jetzt, also diese ganzen Landsorten, die wurden dann im Laufe des letzten Jahrhunderts von den neuen Züchtungen, zu denen wir gleich kommen, vertrieben, also ausgetauscht, weil der Bauer natürlich, der hat angeboten bekommen, hier, guck mal, da habe ich eine Sorte für dich, die bringt dir viel bessere Erträge. Und dann hat er halt seine alten Landsorten nicht mehr angebaut. Die wurden aber zum Glück, wurden die gesammelt und legen jetzt in Genbanken auf Eis und legen uns zur Verfügung. Also ich habe hier mal zwei ganz interessante aufgeschrieben. Das ist einmal Ipica gattersleben. Das ist auch eine sehr alte Genbank. Die haben etwa 26.000 verschiedene Weizensorten. Die kann man sich da bestellen. Man kriegt dann so ein kleines Tütchen, da sind vielleicht 10 Samen drin. Und da kann man dann wieder anfangen, den anzubauen und wieder zu vermehren. Noch interessanter ist eigentlich aber hier aus Amerika die Seite vom Germplasm Resource Information System. Die haben erstens noch sehr viel mehr und zweitens haben sie eine unheimlich gute Datenbank, wo ich auch nach Farbe der Ähre,
nach Größe der Körner. Also ich kann mir da quasi so den schönsten, ich bin ja Zierpflanzengärtner, den schönsten Weizen raussuchen. Da gibt es zum Beispiel einen mit einer schwarzen Ähre und weißen Grannen. Und das ist, sieht sehr hübsch aus. Ich weiß allerdings noch nicht genau, ob die nach Deutschland schicken, weil das mit dem Saatgutverkehr über Ländergrenzen schicken ist immer ein bisschen schwierig. Es sind auf jeden Fall zwei sehr schöne Einrichtungen und sehr wichtig auch, weil der Züchter auch gerade diese alten Sorten als Ressource für Gene braucht. Jetzt kommen wir nämlich langsam, wir wollen jetzt langsam zum Züchten 2.0 kommen. Wir müssen kurz was über die Sexualität der Pflanzen sagen. Sexualität der Pflanzen wurde sehr spät entdeckt. Das war 1793, ist drauf gekommen, wie das eigentlich mit den Bienen und den Blüten, wie das eigentlich so wirklich funktioniert. Also recht spät. Kurz davor wurden zwar schon Kreuzungen gemacht, aber es ist halt etwas, was jetzt nicht, was relativ neue Erfindung ist. So passt jetzt auch quasi. Wir hatten vorhin die neolithische Revolution, jetzt haben wir die industrielle Revolution zeitlich gesehen. Und da hat sich halt auch in der Agrarwirtschaft eine neue Revolution ergeben, nämlich diese neue Züchtung. Dazu kommt dann ja später auch das Mendel und Darwin und so. Und wir haben diese Vererbung. Und es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten der Pflanze, wie sie sich vermehrt. Es gibt einmal die vegetative Vermehrung. Das kennen wir von der Kartoffel. Das sind quasi Klone. Da gibt es keinen Sex, sondern da gibt's auch, braucht man auch mit der Genetik nicht drüber reden, die sind halt genetisch alle identisch. Und dann gibt es aber zwei andere, das sind einmal die Fremdbefruchter, die halt so wie wir es auch machen, man sucht sich einen Partner, tut sich mit dem zusammen und rekombiniert seine Gene und es kommt was Neues bei raus. Und es gibt die Selbstbefruchter, da gehört der Weizen dazu, der macht es halt mit sich selber. Und was das für Auswirkungen auf die Genetik hat, das wollen wir jetzt mal kurz angucken. Da müssen wir ein bisschen Mendeln dazu. Also wir haben hier zwei Eltern. Zwei Buchstaben, das ist immer der Genotyp. Also welche beiden Ausprägungen des Gens bringt die Pflanze mit. Der Einbuchstabe ist eine Ausprägung, das nennt man Allel. Und von Selbstbefruchtern, Selbstbefruchter sind immer Homozygot. Homozygot heißt, dass beide Allele gleich sind. Das sieht man hier unten, zweimal G. Während zweimal klein G, Heterozygot heißt, ich habe zwei verschiedene Allele. Jetzt kreuze ich zwei homozygote Eltern miteinander und kriege dann in der Filialgeneration 1, hier kurz als F1 genannt, kriege ich dann heterozygote Pflanzen raus. Ich habe jetzt hier nur eine hingemalt, weil mehrere würde sich nicht lohnen. Die F1 ist nämlich komplett uniform. Die haben ja alle die gleichen Gene. Und sie sind alle heterozygot. Das ist vielleicht nachher nochmal, kommen wir auf Hybridsorten zurück. Da ist das ganz entscheidend, dass wir dieses Homogene haben und gleichzeitig das Heterozygote. Das bringt nämlich große Vorteile im Ertrag und in der Pflanzengesundheit und so, hat aber für den Bauern auch Nachteile. In der nächsten Generation dann, also ein Jahr später, die F1 bestäubt sich wieder selber und in der F2 spaltet das dann auf. Ich habe hier auf X und Y die jeweiligen Gameten eingetragen mit ihrem Genom, also die Allele G und klein, groß G, klein G. Und was man hier sehen kann, ist, dass die Hälfte der Nachkommenschaft wieder homozygot ist, während die andere Hälfte immer noch heterozygot ist. Jetzt habe ich hier immer nur ein Gen betrachtet. Ich habe aber natürlich in den Eigenschaften, die mich interessieren an meiner Pflanze, dafür sind ja viele Gene verantwortlich. Und ich habe oben dann nochmal den Inzuchtkoeffizienten F aufgetragen. Das ist quasi der Wert, der mir anzeigt, welches Maß homozygot die Pflanze ist. Also die F1, nee, wie heterozygot, die F1, habe ich mich jetzt geschrieben? Oh, ich habe mich da verschrieben. Entschuldigung, da sind die Zahlen oben sind falsch. Da müssen wir jetzt mal selber überlegen. Also wir haben die Eltern, die sind komplett homozygot. Inzuchtkoeffizient gibt die Homozygität wieder. Das heißt, die Eltern sind homozygot, also haben die Inzuchtkoeffizienten 1. Die F1 hat dann 0, weil die ist komplett heterozygot. Also die Zahlen 1 und 0, da, die stimmen nicht. Die habe ich da nicht drauf aufgeachtet, da hat sich wieder ein Fehler reingeschlichen. Und es geht halt immer, die Hälfte der Heterozygität geht verloren durch die Rekombination.
Weil jedes Gen, jedes heterozygote Gen hat quasi die Chance 1:1, dass es in der nächsten Generation homozygot vorliegt. Oh, ich hoffe, jetzt habe ich nicht zu viel durcheinandergebracht. Aber wichtig ist das halt für die Züchtung jetzt, weil man sieht, dass der homozygot, der Inzuchtkoeffizient immer weiter steigt. Und wenn ich eine homogene Sorte haben will, dann muss der bei fast 1 sein. Was der Züchter halt macht, ist, der sucht sich jetzt, ich habe ein Züchtungsziel, also ich selber arbeite in der ökologischen Züchtung und wir haben ganz andere, also wir haben bestimmte Ziele, die jetzt in der konventionellen Züchtung anders sind. Wir wollen zum Beispiel Resistenz gegen bestimmte Krankheiten haben, aber natürlich auch einen hohen Ertrag. Jetzt gibt es so alte Sorten, da hat man geprüft und weiß, ah ja, hier, da ist eine Resistenz gegen diese Krankheit. Diese alten Sorten sind aber meistens vom Ertrag sehr schlecht. Von der Gesundheit sind sie oft auch, also sie bringen Lager mit. Es ist kein Vergleich mit den modernen Sorten. Aber sie haben vielleicht diese eine Resistenz, die ich haben möchte. Und dann nehme ich mir halt noch eine andere Sorte, eine moderne Sorte mit einem guten Ertrag, kreuze die und versuche dann in den nachfolgenden Generationen zu selektieren, die Pflanzen, die beide Eigenschaften mitbringen. Und an diesen Inzuchtkoeffizienten kann man halt sehen, wie lange ich selektieren muss, damit ich wieder eine homogene Sorte habe. Das Ganze sieht dann in einem Züchtungsschema so aus, da müssen wir mal ganz langsam durchgehen, das ist, also ganz oben habe ich die Kreuzung. Da sehen wir nachher, wie das passiert, das ist schöne Handarbeit. Und in der F2, ich habe das hier so ein bisschen versucht darzustellen, da ist es halt sehr, man kann sich vorstellen, das sind jetzt Pflanzen von der Seite gesehen, später gucken wir von oben drauf, ist halt sehr inhomogen, da spaltet es auf. Also da sehe ich wirklich Eigenschaften, die ich bei Mutter und Vater teilweise auch noch gar nicht gesehen habe. Ich habe bekannten Weizen ohne Krannen, große, kleine, schöne, schön sind sie alle. Und da suche ich mir halt diejenigen raus, die ich haben möchte. Vielleicht mache ich sogar schon einen Resistenztest. Also ich kann zum Beispiel schon mal versuchen, künstlich Krankheiten an diese Pflanzen ranzukriegen, dass ich sie zum Beispiel mit einem Pilz infiziere und suche mir dann diejenigen raus, die den Pilz nicht bekommen haben. Das sind in diesem Fall die mit den schönen Ellipsen oben dran. Und jede Ähre, die ich da ernte, die wird dann in der F3 in einem Beet aus. Das soll dann jetzt ein Beet von oben dargestellt sein. Also wir nennen das Kleinparzellen. Das sind Parzellen von einmal 1 Meter mit jeweils 6 Reihen. Und jede Reihe kriegt den Samen von einer Ähre aus der vorherigen Generation. Dass ich dann immer genau weiß, ah ja, hier, das ist die Nachkommenschaft von der Ähre aus dem Vorjahr. Und das geht dann über die F3, F4 mache ich immer so, dass ich mir eine Reihe aussuche, die besonders gut aussieht, dort die Ähren ernte und die besten Ähren, also nicht alle, aber die besten im nächsten Jahr wieder in einzelnen Reihen aussehe. Ab der F5, da habe ich ja dann einen Inzuchtkoeffizienten von 0,94, das heißt 94% der Pflanzen sind im Prinzip homozygot. Also ich habe wieder eine sehr große Homogenität. Ich kann sie kaum noch, die einzelnen Pflanzen sehen alle schon wieder sehr gleich aus. Und dann fange ich an, ganze Reihen zu ernten. Und von diesen Reihen mache ich wieder diese Linie weiter. Das geht dann langsam über in die Erhaltungszucht. Und ich kann anfangen, Leistungsprüfungen zu machen, weil ich will ja auch wissen, was für Ertragseigenschaften oder was für Backeigenschaften bringt dieser Weizen mit, und da brauche ich mehr als eine Reihe. Und da werden dann Großparzellen also ich ernte die eine ganze Reihe, nehme mir davon die besten Ähren und den Rest, das ist dann schon so viel, dass ich, ich habe mehrere Reihen, also ich kann dann, habe quasi schon genug Saatgut und dann auch eine größere Parzelle. Die Großparzellen sind bei uns 1x4 Meter und da kann ich dann schon Ertragsanalysen machen oder halt auch Backanalysen oder so. Erhaltungszucht, so geht das dann quasi immer weiter, dass ich mir aus einer Ähre habe ich dann eine Reihe. Von der einen Reihe kann ich etwa 60 Ähren ernten. Das heißt, ich habe 60 Reihen wieder. Die sind in diesen 10 Kästchen dargestellt, die 10 kleinen Kästchen. Quasi jedes Kästchen eine Kleinparzelle mit 6 Reihen macht 60 Ähren. Aus denen kann ich dann wieder, also da ist dann das Vorstufen-Saatgut, die mache ich wieder in dieser Einzelähren-Methode, sehe ich die wieder aus. Und
suche mir da die besten 10 raus, die dann wieder nächstes Jahr Vorstufensaatgut sind und wieder nächstes. Also ich suche immer wieder das Beste raus und behalte das und den Rest nehme ich als Vorstufensaatgut. Daraus wird dann Basissaatgut. Der Unterschied zwischen Vorstufensaatgut und Basissaatgut ist, für das Vorstufensaatgut, da ist die Züchterin zuständig, für das Basissaatgut, da kommt dann vom Bundessortenamt jemand vorbei und prüft es auf Eigenschaften. Also er guckt, ob es homogen ist, er guckt auf Krankheiten und er guckt auf Fremdbesatz. Und beim Z-Saatgut, das ist dann quasi das Basissaatgut, gut, ernte ich dann, bringe es wieder aus und daraus ernte ich dann das zertifizierte Saatgut, was ich dann nachher in den Handel bringen kann. Da kommt dann auch wieder ein Prüfer, guckt genau drauf, es werden auch noch Labortests gemacht und eine Registerprüfung, wo auch geguckt wird, wie unterscheidet sich diese Sorte von anderen Sorten. Und wenn das alles stimmt, dann kriege ich mein Siegel, kann das da draufgeben und kann das Saatgut in Verkehr bringen. Okay, jetzt kommen wir, das ist jetzt halt quasi dieses Schuchtthema. Man muss sich vorstellen, dass natürlich jedes Jahr mache ich wieder eine neue, also mehrere neue Kreuzungen, dass ich quasi alle diese Stufen alle Jahre auch am Laufen habe. Jetzt gehen wir aber mal in die Praxis. Kurz ein Wort dazu, was mein Hintergrund ist, wo ich das jetzt alles her habe. Das ist der Dottenfelder Hof in Bad Vilbel, ein Vorort von Frankfurt. Und da mache ich seit 3,5 Jahren, arbeite ich da in der Weizenzüchtung. Das ist ein ziemlich großer, ja, eine ziemlich große Landkommune, könnte man sagen. Da wohnen 100 und mehr Leute, so genau weiß das keiner. Da gibt halt Milchwirtschaft, es gibt Schweine, Gänse, Hühner, einen Obstgarten, einen Gemüsegarten, eine Bäckerei, eine Käserei und einen Laden. Und halt eine Gemüsezüchtung und eine Getreidezüchtung. Und so sieht mein Arbeitsplatz dann aus. Hier kann man sich jetzt das, was gerade das Züchtungsschema war, hier sieht man es jetzt mal in echt. Das geht auf der anderen Seite in die Richtung nochmal genauso weiter und auf der Seite ist auch nochmal dasselbe. Also das ist etwa ein Viertel von dem, was wir an Feldern haben, wenn man davon absieht, dass wir für die Resistenzprüfung, die müssen immer ein bisschen Abstand sein, weil wir da mit giftigen Pilzen arbeiten. Oder halt auch beim Roggen, der ist ein Fremdbefruchter, der muss isoliert werden. Aber da sieht man so ein bisschen den Umfang, den das ausmacht, wie viele Parzellen. Ich glaube, insgesamt sind es jedes Jahr so um die 20.000 bis 25.000 Parzellen, die wir halt uns angucken, wo wir aussehen, ernten. Und ich habe jetzt überlegt, wir sind jetzt gerade fertig, also im November sind wir fertig geworden mit der Aussaat vom Wintergetreide. Ist jetzt auch schon schön aufgelaufen und jetzt kommen halt so die ersten Arbeiten. Und ich dachte, ich steige da jetzt hier ein, dass wir jetzt einen Zeitpunkt einsteigen, wo wir sind und gehe jetzt einmal so das ganze Jahr durch, was wir so machen. Also jetzt ist angesagt, dass man Bonituren macht. Wir müssen relativ viele Bonituren machen. Das fängt an mit Feldaufgang. Also ist es gekeimt, ist es aufgegangen, ist es aus der Erde rausgekommen. Und man muss dann halt immer durchgehen, die ganzen Reihen, und da wird Bonitur heißt, ich gucke mir an und schätze das. Ich kann das ja nicht messen, Feldaufgang. Ich meine, man kann es messen, dann müsste man jedes, also man weiß, wie viele Körner man ausgesät hat, zählt, wie viele Keimlinge man hat und könnte dann prozentual den Aufgang angeben. Wird manchmal gemacht bei bestimmten Experimenten, aber so in normalen Leistungsprüfungen ist das hier, wo ich den Ertrag, da wäre das zu viel Arbeit und es würde auch nichts bringen. Und da mache ich halt eine Bonitur, das heißt, ich gebe eine Note von 1 bis 9. Das heißt, 1 ist schlecht und 9 ist ein guter Feldaufgang. Was dann noch im Winter ansteht, ist also Feldarbeiten. Wir machen ja keine Unkrautbekämpfung, deshalb müssen wir striegeln. Das heißt, wir fahren mit dem Traktor, da ist vorne eine kleine Hacke und hinten sind nochmal so Zinken. Und da muss man halt sehr genau durch die Reihen fahren, dass man da nichts kaputt macht von dem Getreide, aber das Unkraut ein bisschen zurückhält. Des Weiteren, diese kleinen Schilder, die müssen natürlich auch gesteckt werden. Da steht drauf die Nummer von der Parzelle und was da eigentlich drin wächst. Das ist natürlich wichtig, kann man sich vorstellen. Das ist auch viel Arbeit, weil das halt, wie gesagt, sehr viele Parzellen sind. Die müssen auch alle gedruckt werden. Und ich brauche Pläne. Ich habe mal hier einen Beispielplan, das ist jetzt Gerste zwar, nur um darzustellen, dass man nicht vergisst, dass alles, was ich da auf dem Feld mache, muss ja auch irgendwie datentechnisch auch wiedergespiegelt sein. Ich will ja Daten erheben, ich mache ja diese Bonituren und so und ich will da ja eine Aussage nachher treffen, das heißt, ich muss das auch alles in den Computer eingeben und das ist schon, ja, da hapert es manchmal dran.
So, aber jetzt geht's richtig los, nämlich jetzt ist das alles schön groß gewachsen und jetzt the real shit, jetzt wollen wir anfangen, die Kreuzungen zu machen. Ich habe hier eine Gerstenähre, ich bin mal wieder weg vom Weizen, und da sieht man ganz schön, an dieser Ähre sind diese Blüten, die bestehen wiederum aus etwa 5 Blütchen, davon nehme ich die kleinsten raus und das andere schneide ich auf. In dem Blütchen drin habe ich einen Fruchtknoten und 3 Pollensäcke, Antheren. Und die Antheren, die mussten raus. Ich kastriere die Pflanze. Ich zeige es gleich nochmal hier am Hafer, hat man es nochmal sehr schön. Da sieht man dieses, in der Blüte drin ist so ein kleines weißes, es ist nicht wirklich scharf, aber man kann es auch gar nicht scharf machen, weil es ist auch wirklich so flauschig ein bisschen. Sieht ein bisschen aus wie ein Geweih, nennt man es auch. Und vorne auf dem Finger, da liegen die Staubbeutel. 3 Stück. Beim Hafer ist es mit dem Kreuzen besonders schwierig, weil da muss ich die ersten 3 Stück rausnehmen von der Mutterpflanze. Dann muss ich mir die Vater besorgen, auch 3 Stück rausnehmen und dann jeweils 1 in die Mutterpflanze reinlegen, da das Blatt wieder zurück machen. Und beim Weizen ist es ein bisschen einfacher, da nehme ich, nachdem ich die kastriert habe, die Pflanze, einfach eine Ähre von der männlichen Pflanze, die schön am Ausstäuben ist, tue die mit in die Tüte, die nachher drüber kommt, und rüttel die nächsten 3 Tage mal ein bisschen, und das klappt auch ganz gut. So, außer diesen Kreuzen, also das ist wirklich schöne Handarbeit, man sitzt dann schön auf dem Feld, und wenn man es das erste Mal, braucht man etwa 2 Stunden für eine Ähre. Später schafft man es in 20 Minuten etwa und macht aber auch Spaß. Also irgendjemand hat mal gesagt, so, das ist den Pflanzen beim Liebemachen helfen, und was Schöneres kann man sich ja gar nicht vorstellen. Was wir aber auch noch machen, ist, wir beschäftigen uns ja mit den Krankheiten. Hier haben wir ein Bild von Flugbrand. Das ist ein Pilz, der sich über den Samen ausbreitet. Das ist jetzt auch der Zeitpunkt der Blüte. Wenn der Weizen blüht, dann sind manche Ähren, die halt Flugbrand befallen, die bilden keine Körner aus, sondern die bilden so, Flugbrandbutten nennt man die. Das ist quasi so Spilzsporen, das ist so schwarzer Staub, der so ein bisschen eingepackt ist, der aber dann schnell rausfliegt und sich auf die anderen Pflanzen überträgt. Dort der fällt dann von den anderen Pflanzen in die Blüte rein und wächst mit dem Korn, wächst sich ein bisschen am Korn auch fest, bleibt ja erstmal in Ruhe. Und fängt wieder an zu wachsen, wenn das Korn im nächsten Jahr auch keimt. Und der Pilz wächst dann in der Pflanze dem Trieb hinterher, also wächst in der Pflanze und übernimmt dann zur Blüte wieder die Kontrolle und sorgt dafür, dass die Ähre so aussieht. Und das ist auch im ökologischen Landbau ist das halt relativ problematisch. Also man kann sich vorstellen, wenn ich einmal in dem Feld so eine Brandbutter habe, die stäubt aus, habe ich im nächsten Jahr natürlich mehr, dann habe ich, 20, 30. Und die stäuben dann auch wieder her, und das geht dann jedes Jahr so weiter, dass ich immer mehr befallene Pflanzen habe. Und da muss ich entweder das Saatgut dann irgendwann austauschen oder ich stelle halt um auf eine resistente Sorte. Also resistente Sorten wären einfach da, wünscht man sich. Und das ist halt, was wir versuchten, resistente Sorten zu machen. Und um die zu testen, wir wollen ja, also muss das halt testen, ist diese Pflanze resistent oder nicht. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten der Infektion. Es gibt die natürliche Infektion. Das Problem dabei ist, dass die sehr vom Wetter abhängig ist. Also wenn es windstill ist und sehr heiß oder so, dann ist das für den Pilz schlechte Bedingungen. Und ich sehe vielleicht gar keinen Befall, obwohl die Pflanze anfällig ist. Und deshalb machen wir noch eine künstliche Infektion. Das ist dann wieder Handarbeit. Dann nehme ich eine Pilzsuspension, also ich nehme ein paar Sporen mit ein bisschen Spüli und Wasser, mache ich daraus eine Emulsion und dann spritze ich die direkt in die Blüte rein, dass ich weiß, okay, an den Körnern, da habe ich Sporen dran. Die werden dann wieder ausgesät und im nächsten Jahr, also ich habe dann wieder diese Kleinparzelle mit den 6 Reihen und ich weiß dann, die ersten 2 Reihen oder die erste Reihe, da habe ich die künstlich Infizierten drin und die restlichen Reihen habe ich natürlich Infizierte. Und dann kann ich sehen, so und so viel Prozent sind infiziert worden, künstlich, und so viel natürlich. Und ich kann einschätzen, wie resistent die Pflanze ist oder nicht. Das Ganze mache ich 4 Jahre, wenn die Pflanze eindeutig nicht resistent ist, wenn gleich alles schwarz ist dort, dann teste ich die nicht. Aber
wenn Resistenz vorhanden ist, dann muss ich das 4 Jahre testen, um auch sicher zu sein, dass nicht irgendein Fehler passiert ist. So, und jetzt kommen wir dann aber auch schon, also jetzt war die Blüte, jetzt warten wir noch ein paar Wochen, bis das Korn schön reif ist und dann kommt es zur Ernte. Die meisten Parzellen, oder nicht die meisten, aber viele Parzellen, gerade von der Leistungsprüfung, die Großparzellen, die werden mit dem Kleinparzellen-Mähdrescher geerntet. Das ist ein Mähdrescher, der hat eine Schnittweite von 1,20. Und ja, das ist eine ziemlich arbeitsaufwendige Sache. Man fährt halt immer, also diese Parzellen, die jetzt geerntet werden, 1 Meter breit, 4 Meter lang. Der Fahrer trischt die runter, fährt halt diese 4 Meter, setzt ein Stück zurück, wartet ein bisschen. Hinten stehen dann Leute, unten ist eine Schublade, da sind dann etwa so 3 Kilo Getreide drin von diesen 4 Metern. Tut die aus der Schublade in einen kleinen Sack, die sieht man hier so ein bisschen rumliegen, in so einen Erntesack rein. Da kommt dann mit einem kleinen Bändel das Etikett, was ja vorher gesteckt wurde, kommt da dran. Und dann lässt man es erstmal liegen und hofft, dass man es nachher wiederfindet, weil das sich auch gerne im Stroh versteckt. Aber das ist Katastrophe, wenn man das natürlich liegen lässt, dann ist die ganze Arbeit schon umsonst gewesen. Also die müssen dann eingesammelt werden. Ja, und dann fährt der Mähdrescher wieder die nächste Parzelle vor. Das heißt, das dauert pro Parzelle etwa 1/2 Minute. Bei 2500 Parzellen, die so geerntet werden, also das ist viel Arbeit. Ich frage mich jedes Jahr wieder, warum ich mich da eigentlich drauf gefreut habe. Weil es macht wirklich Spaß, also ich kann jetzt schon so, ah, bald geht's wieder los. Aber wenn man dann dabei ist, dann denkt man nur so, pff, ah, geht gar nicht mehr. Aber das ist halt dieses Ernte, man war ja auch das ganze Jahr dabei und hat zugesehen, wie das geworden ist. Wir ernten aber nicht alles mit dem Einzelerntrescher. Es ist auch sehr frustrierend, wenn man dann nebenan das richtige Feld sieht mit dem großen Mähdrescher, der das, was man einen ganzen Tag geerntet hat, die Menge macht er in 5 Minuten platt. Aber man kann auch noch langsamer machen, weil wir wollen ja auch, wir haben ja gesehen vorhin in dem Zuchtschema, uns interessieren ja auch die einzelnen Ähren. Und die ernten wir dann mit der Schere, habe ich jetzt leider kein Bild davon, aber naja, Schere hat jeder schon mal gesehen. Und da werden die dann in braune Tüten, wird dann so eine ganze Reihe oder eine bestimmte Anzahl, wie viel ich brauche, werden dann in die Tüten gemacht. Ja, das ist dann Ernte. Wenn das vorbei ist, also ich rede jetzt hier hauptsächlich über Winterweizen. Mit Winterweizen hat man dann wirklich ein sehr schmales Fenster, weil ich habe geerntet und 2 Monate später muss ich im Prinzip schon wieder aussehen. Und in der Zeit muss ich alle Analysen gemacht haben, um genau zu wissen, was möchte ich eigentlich als nächstes, welche Linien möchte ich weiterführen und welche kann ich wegschmeißen. Und was jetzt gemacht werden muss, also als erstes wird gewogen, das machen wir vor der Reinigung. Also Ertrag wird immer vor Reinigung gewogen, weil die Reinigung würde einen größeren Fehler reinbringen als das Unkraut, was da teilweise noch drin hängt. Oder, also man trischt ja an einem durch, insofern immer vor Reinigung. Die Reinigungsmaschine hier, das ist eine Petkus. Da war ich ganz stolz, als ich Freedom TM von Suarez gelesen habe, da kommt nämlich genau so eine Maschine vor und hat da eine ganz tolle große Rolle und wird super, wie wichtig doch so eine Maschine ist und so. Die funktioniert eigentlich relativ simpel. Ich habe einen, also oben in diesem dreieckigen Schacht, da kommt das ungereinigte Getreide rein. Da, wo diese komische Socke raushängt, da ist ein Wind. Also da wird Wind gemacht. Vielleicht gehe ich mal hin. Jetzt habe ich keinen Zeiger. Da, wo diese Scheibe ist, da wird halt von unten kommt der Wind durch und tut mir den ganzen Spelz und das leichte, lockere Unkraut und was noch sonst noch Dreck ist, alles was leicht ist, wird halt rausgeblasen und das fällt dann auf diese Schräge. Und da kann ich 2 Siebe, da kommt ein Obersieb und ein Untersieb rein. Das Obersieb, da bleibt halt alles oben drauf, was groß ist, also ist dann auch hauptsächlich Spelz, also große Reste von der Ähre, wo auch teilweise noch Körner drin sind, die ich aber halt nicht mehr in meinem Saatgut haben möchte, weil die können meine Sämaschine verstopfen und so, das möchte ich nicht. Unten fallen die Untergrößen und Kümmerkörner raus. Und der Rest in der Mitte, der fällt dann in diese Trommel, das ist der Trieur. Das ist nochmal eine Reinigungsmaschine, die ja nicht nur auf die Größe, sondern auch auf die Form selektiert. Das sind so kleine Taschen, die da in diesem Gitter drin sind, wo halt Unkrautkörner teilweise sehr gut reinpassen und es dreht sich dann und umso besser sie reinpassen, umso später fallen sie wieder raus. Die Weizenkörner, die sind etwas länglicher, die fallen gar nicht erst in die Tasche rein oder fallen sehr früh raus und ich kann dann einstellen, ab welcher Höhe ich
welche Höhe ich noch mitnehme und welche Höhe ich wegschmeiße. Der Trieur wurde auch irgendwann vorletztes Jahrhundert, glaube ich, erfunden und hat auch einigen Unkrautpflanzen große Probleme gemacht. Die Kornrade, die wäre fast ausgestorben durch den Trieur, weil die Kornrade hat ähnlich schwere, ähnlich große Körner wie der Weizen, aber sie sind halt rund. Und die hat man früher nicht rausbekommen und der Trieur kriegt die sehr gut raus. Inzwischen hat sich allerdings die Kornrade wieder angepasst. Die haben jetzt auch etwas längere Körner und werden nicht mehr ganz so gut rausgesucht. So, dass sie noch ein bisschen überleben. Ja, die Petgus-Reinigungsmaschine. So. Wenn das gereinigt ist, das Saatgut, dann möchte ich ja auch, also was man aus Weizen hauptsächlich macht, ist Brot. Und deshalb möchte ich Backqualität. Möchte ich gerne wissen, welche Backqualität bringt meine Sorte mit. Dafür mahle ich das Mehl und dann kommt es ab ins Labor. Da mache ich dann einige Untersuchungen auf die Backqualität. Das hier ist ein Fallzahl-Messgerät. Damit kann ich Amylaseaktivität, also die Stärke, Abbau, also die Enzymaktivität des Getreides, ja, messen ist der falsche Begriff, korrelieren müsste man vielleicht sagen. Was das Gerät macht, ist nichts anderes. Ich nehme 7 Gramm Mehl, 25 Milliliter Wasser drauf. Da, wo die beiden, tue das in ein Röhrchen rein. Die kommen da, wo diese zwei Löcher sind, da kommen die Röhrchen rein. Und das ist quasi ein Kochtopf. Da ist das auf 100 Grad, das Wasser, Wasserbad, 100 Grad. Und in diesem schwarzen Ding da oben, da kommen zwei Stäbe rein und dann wird erstmal eine Minute wird gemischt. Und dann habe ich so einen kleinen Teig und werden die Stäbe nach oben gemacht, losgelassen und dann wird die Zeit gemessen, die sie brauchen, bis sie nach unten fallen. Und ich zähle dann zusammen die 60 Sekunden fürs Mischen plus die Sekunden, die der Stab braucht, runterzufallen und das ist dann die Fallzahl und das korreliert mit dem Backvolumen. Also umso höher die Backzahl, also die Fallzahl ist, umso mehr Volumenausbeute habe ich von dem Mehl. Also eine ganz, ganz lustige Geschichte eigentlich, dass man mit so einem recht einfachen Verfahren eine Aussage machen kann über die Backqualität. Das ist auch im Handel mit Getreide wichtig. Ist halt für die Bäcker dann wichtig, dass sie wissen, was für ein Mehl sie vor sich haben, dass sie sich darauf verlassen können, dass da was bei rauskommt. Das andere, ganz wichtig, ist natürlich das Gluten, der Kleber im Weizen. Da gibt es einen Glutenindex, der mir eine Aussage macht über Qualität und Menge des Klebers. Und diese Maschine macht eigentlich nichts anderes, sieht auch nicht besonders aus, als also das auszuwaschen. Ich tue da eine Salzmischung rein, da in diesen kleinen Töpfen, das dreht sich dann und dann kommt von oben immer diese Salzmischung raus. Und ich kann den Effekt auch nachmachen mit meinem Mund. Früher haben die Züchter das so gemacht, sie haben einen Teil von dem, ein bisschen Körner genommen in den Mund, drauf rumgekaut, lange, ohne, also nur den Saft runtergeschluckt, aber das Feste im Mund behalten und man kriegt dann so ein Kaugummi raus. Ich weiß nicht, ob das jemand hier schon mal probiert hat. Früher haben die Kinder auf dem Land das wohl gerne gemacht, um dann irgendwo Kaugummis hinzuschmieren, noch bevor die Amerikaner hier waren. Und da, also mit diesem Kaugummi, da kann man, hat man nachher das quasi Glutenklumpen. Seitan ist im Prinzip auch das Gleiche. Ganz lustig ist, diese beiden Maschinen, die sehen recht unscheinbar aus, aber die kosten beide so viel wie ein Kleinwagen. Also die sind nicht billig. Ich glaube, hier diese Glutomatik kostet 20.000. Dann gibt es noch eine Analyse, auch wieder Gluten, Qualität und Menge. Das ist die Sedimentation. Da wird quasi jetzt weiß ich nicht mehr, was das für eine Chemikalie war, in der das aufgelöst wird. Man lässt es quellen, das Mehl, und sieht dann, wie lange es braucht, um sich abzusetzen. Auch Backqualität, weiß ich jetzt nicht so viel drüber zu sagen. Das ist auch eher Laborarbeit. Ich mache dann lieber die Vorbereitung der Aussaat wieder. Also wir haben jetzt diese ganzen Analysen gemacht. Wir wissen die Erträge, wir wissen, welche Resistenz die Linien haben. Können wir auswählen, okay, welche Linien führen wir weiter? Was sind die Favoriten? Was wollen wir wieder aussehen? Und das muss dann ja auch gemacht werden. Da kommen wir wieder zu den Einzelähren. Und da haben wir auch einen Drescher für. Das ist ein Einzelähren-Drescher. Hier kann ich Ähren einzeln dreschen. Man sieht das Runde, das ist die Dreschtrommel. Darunter ist der Dreschkorb. Und an der Seite oben kann ich eine Ähre reinschmeißen. Dann fallen die Körner unten raus. Da ist wieder ein Wind dabei, der dann den Rest, den Spelz und so, in den grünen viereckigen Kasten hinten reinmacht. Das ist eine sehr lustige Beschäftigung. Da sitze ich quasi den ganzen Winter dran. Ich glaube, dieses Jahr habe ich schon 100.000 Ähren da durchgeschickt. Die kommen dann immer in so kleine Schälchen, so Käse, Frischkäseschälchen. Und ja, das macht man dann so den ganzen Tag. Das Schöne dabei ist,
dass man sich halt auch wirklich die Pflanze angucken kann. Also das Weizen, früher dachte ich auch, sieht ja alles gleich aus. Inzwischen weiß ich, nee, jede Linie, jede Beere sieht anders aus. Und ich hatte auch das Vergnügen, ich durfte das Sortiment von uns dreschen. Das sind da, wo wir so quasi unsere Briefmarkensammlung von Weizen. Und da musste ich halt immer 6 Ähren dreschen für die Kleinparzelle, für die 6 Reihen. Und ich habe dann immer noch eine 7. gedroschen und habe die verkostet. Und muss sagen, ja doch, Weizen, also der moderne Weizen schmeckt nach Pappe. Der schmeckt nach gar nichts. Aber die alten Sorten, da kann man richtig Feinschmecker werden. Das sind viele Nuancen dabei. Und ich würde mir wünschen, wenn wir wieder mehr damit machen, mehr Sachen, weil die Geschmäcker teilweise wirklich sehr faszinierend sind. Aber vielleicht ist das auch eine sehr subjektive Sicht von mir, weil ich mich damit so viel beschäftigt habe. Was dabei rauskommt, ist, also hier sehen wir dann die Schälchen mit den Körnern drin. Die werden nochmal nach Kornqualität, also man guckt sich die Körner an, nach Größe, nach Farbigkeit, also Glasigkeit eher. Glasigkeit ist ein Indiz auch für die Backqualität wieder, für den Glutengehalt. Und da suche ich mir dann halt raus, welche ich wieder aussehen, welche nicht. Und zum Aussehen müssen die dann in so Magazine eingepackt werden, diese kleinen Töpfchen. Wieder 6 Stück für Kleinparzelle mit 6 Reihen. Eine Ähre, ein Töpfchen, eine Reihe. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch aussehen. Und zwar müssen wir halt wieder diese Kleinparzellen hinkriegen. Dafür gibt es auch wieder eine spezielle Maschine. Eine Kleinparzellen- oder Reihensämaschine. Und dann müssen wir jetzt überlegen, wie kriegt diese Maschine das hin, diese Körner jetzt auf den 1 Meter zu verteilen, gleichmäßig, wenn möglich. Und da ist eine schöne Technik dabei. So, das ist jetzt da, wo dann, also ist vorne fährt einer, der fährt nur und hinten einer muss diese Maschine bedienen. Oben diese silberne Platte, da kommen diese Magazine drauf. Die werden so mit Platten zusammengesteckt, immer viele hintereinander und die werden dann eine nach der anderen. Man sieht da so 4 Ecke, das sind auch wieder 6 Löcher und da fallen die Dinger, die fallen die Körner rein. Die fallen dann nach unten. Da habe ich nochmal eine nähere Aufnahme. Also hier möchte ich noch gerne beachten, dass RTFM für Bauern, sehr wichtig, gerade bei der Maschine. Hier oben rechts sind diese Zylinder dargestellt. Der Zylinder dreht sich, da fallen die Körner drauf. Und durch diese Drehung und das Fallen verteilen die sich dann gleichmäßig, das dann so ein Band. Und die verteilen sich dann gleichmäßig in diesen Schlitz zwischen Band und Kegel. Ganz rechts ist dann ein Stopper. Der geht dann hoch und dann dreht sich das Band und die fallen da raus. Und die fallen dann durch diese Röhren, fallen sie dann auf den Boden. Und hier mit diesen Zahnrädern, da kann ich dann Rhizologie betreiben. Also da kann ich verschiedene Zahnräder so einstellen, dass ich sage, ja, ich möchte gerne, dass die Körner auf 1 Meter ausgebracht werden gleichmäßig oder auf 4 Meter. Und ich hätte gerne noch 1,5 Meter dazwischen oder 1 Meter dazwischen. Also da lohnt es sich wirklich doch auch mal die Anleitung zu lesen. So, und wenn wir dann alles ausgesät haben, sieht es so aus. Und da kann man jetzt darauf warten, dass die wieder rauskommen und ich kann wieder mit Bonitieren anfangen. Und dann haben wir jetzt einmal das Jahr durch. Und so kann man dann ein Jahr nach dem anderen verbringen. Wenn man bedenkt, dass wir haben ja vorhin gesehen mit der Homozygität, 10 Jahre brauche ich mindestens, um eine Sorte auf den Markt zu bringen oder überhaupt zur Verfügung zu haben. Und ja, aber es wird nicht langweilig, weil wirklich schöne Arbeit. So, das war Pflanzenhacken 2.0. Jetzt hatten wir ja inzwischen, wir hatten die neolithische Revolution, die industrielle Revolution. Ich weiß nicht, wie die Revolution genannt wird, in der wir gerade drin stecken, ob es die informationstechnische oder, aber jetzt gibt es natürlich auch Pflanzenhacken 3.0. Da möchte ich auch, weil ich jetzt ziemlich am Ende der Zeit bin, gar nicht so viel drauf eingehen. Das sind alles neue Methoden, die man jetzt sich ausgedacht hat, auch um gerade diesen Prozess zu verkürzen. Oder halt auch die Selektion einfacher zu machen. Also markergestützte Selektion, da kann ich sehr speziell dann auf Gene, die mir Resistenzen bringen, da kann ich dann sehen, hat die Pflanze das oder nicht, dann brauche ich nicht testen und ich weiß direkt, ah ja, die Pflanzen hat es nicht, die kann ich wegschmeißen, die anderen behalte ich. Doppelhaploide kann ich auch dieses Richtung Homozygität sehr beschleunigen. Was noch wichtig ist, sind die F1-Hybriden. Hat bestimmt jeder schon mal von gehört.
da nutze ich halt diese Heterozygität und die Homogenität der F1 aus. Die Heterozygität bringt mir halt, weil ich mehr Informationen in der Pflanze habe, bringt mir immer größeren Ertrag, bringt mir eine bessere Qualität. Und der Nachteil ist, dass ich es nicht nachbauen kann, weil ja in der F2 es sich wieder aufspaltet. Das heißt, da habe ich diese ganzen Qualitäten, die ich in der F1 habe, habe ich nicht. Das macht es für den Züchter aber umso attraktiver, weil ich dann jedes Jahr wieder neues Saatgut verkaufen kann. Und gibt da natürlich, da möchte ich gar nicht drüber reden, wir können natürlich auch mit Gentechnik rangehen und Protoplastenfusion und so. Worum es geht, ist, also bei diesen ganzen neuen Methoden frage ich mich immer, warum werden die gemacht? Sie machen einen unheimlich großen Aufwand, die ganze Züchtung ist eh schon ein sehr großer Aufwand und da stecken große Firmen dahinter und im Prinzip gefährde ich damit zwei Sachen, die bis jetzt eigentlich immer gegeben waren. Das ist das Landwirteprivileg, das ist das Recht nachzubauen. Ich darf als Landwirt, wenn ich Ernte mache, darf ich mir davon immer einen Teil behalten und wieder aussehen. Auch sogar bei den Hybriden darf ich das nur, da bringt es mir halt nichts. Aber ansonsten ist das mein Privileg als Landwirt. Und den Züchtervorbehalt, das ist das Recht, auch wenn die Sorte geschützt ist von einem anderen Züchter. Ich darf diese Sorte benutzen, um sie einzukreuzen. Und das sind zwei sehr wichtige Sachen, wie ich finde, und die sind jetzt schon, also es gibt schon neuere Verordnungen, wo das schon zurückgenommen wird, immer mehr. Und wenn wir jetzt an Patentschutz denken, da ist das natürlich dann komplett weg. Wo ich auch noch ganz wichtig drauf zulassen wollte, ist, in diesem Sommer gab es dieses Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, wo es dann in der Presse hieß, ah super, hier, da wird die Vielfalt gestärkt und die kleinen Züchter und kleine Unternehmen. War ein komplett großes Missverständnis. Im Prinzip war das Urteil nur zugunsten von den großen Firmen. Worum es geht ist, Saatgut darf ich nur dann handeln, wenn es zugelassen ist. Also ich muss einen Antrag machen, hier, ich habe Saatgut, ich habe das vermehrt, ich würde das gerne auf den Markt bringen. Und dann kommt das Sortenamt hin, guckt sich das an und sagt ja oder nein. Das kostet relativ viel Geld. So eine Sortenanmeldung kostet 15.000 Euro etwa. Das geht auch über 3 Jahre oder so. Eine Sorte wird zugelassen, wenn sie neu ist, wenn sie homogen ist. Und was sie aber auch noch mitbringen muss, ist dieser landeskulturelle Wert. Und das bedeutet, sie muss etwas nicht nur anders sein, sondern sie muss halt was wirklich so was Neues haben. Sie muss zum Beispiel einen höheren Ertrag haben oder eine Resistenz mitbringen. Definiert, was landeskultureller Wert ist, das macht das Sortenamt. Und das heißt, es ist davon abhängig und es ist halt meistens auf ja, höhere Erträge oder so. Das heißt, ich kann so eine alte Sorte, die ich jetzt mir von einem Genbank geholt habe, ich habe die hochvermehrt, ich könnte die auf den Markt bringen, ich kriege dafür keine Sortenzulassung, weil die nichts, keine Eigenschaften mitbringt, die, wo die sagen würden, ja, das ist ein landeskultureller Wert. Dafür hat man jetzt aber diese Erhaltungssorten, das ist halt auch diese Richtlinie, um die es ging bei dem EuGH-Urteil, Erhaltungssorten eingeführt, dass man halt, das ist sogar wirklich relativ günstig, dass ich die anmelden kann, da wird auch nicht viel geprüft. Das Problem ist, ich habe immer noch große Einschränkungen. Ich bin auf ein Gebiet eingeschränkt, der Markt ist auf einen bestimmten Prozentsatz eingeschränkt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Aber trotzdem, wenn wir uns die ganze Situation heutzutage angucken, im Sortenschutz und halt auch Patentschutz, also eigentlich heißt es in der EU, sollen keine Lebewesen patentiert werden, wurde aber schon gemacht. Es gibt die Ausnahme, dass wenn ich das Verfahren, wie ich diese neue Sorte bekommen habe, also wenn ich Gentechnik anwende oder andere Verfahren, dann kann ich es patentieren lassen. Es wurden aber selbst schon Sorten, die auf diese klassische Züchtung, auf die Pflanzenhacken 2.0 Züchtungsweise erschaffen wurden, wurden halt einfach vom Patentamt patentiert lassen. Und das sind halt alles so Sachen, wo wir aufpassen müssen, dass wir unsere Samen behalten. Die Sprecherin von unserem Hof, die sagt es immer sehr schön, es gibt 3 Sachen, die ich zum Leben brauche, ganz dringend, grundlegend. Das ist einmal brauche ich Wasser, dann brauche ich Land und als drittes kommt schon Saatgut. Weil ohne Saatgut kann ich mit Land und Wasser nichts anfangen. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, dass wir aufpassen, dass wir uns das nicht von großen Konzernen aus der Hand nehmen lassen. Es gibt inzwischen die Big Five, das sind die üblichen Verdächtigen, Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF und DuPont, die, man hört da immer unterschiedliche Zahlen, aber es sind immer so um 2/3 des Saatgutmarktes unter sich aufgeteilt haben.
Da ich jetzt nur wirklich schon über 5 überzogen habe, noch kurz, wo man, wenn es interessiert, weitergucken kann. Also wenn man sich für Pflanzenzüchtung allgemein interessiert, gibt es jetzt seit letztem Jahr von Heiko Becker in der 2. Auflage ein sehr schönes Buch über Pflanzenzüchtung. Und also ich kenne die alte Auflage von ihm auch und der hat wirklich da schöne neue Sachen mit reingebracht, das gut überarbeitet und spricht auch gerade diese Themen, Gentechnik, Patent und so, in einer ja, nicht tendenziösen Weise an. Also er legt die Argumente da, zeigt auch, wo die riesigen Nebenwirkungen sind. Wirklich schönes Buch. Es gibt noch ein sehr schönes Heft, wo gerade dies, was ich jetzt übersprungen habe, wen das interessiert mit der Genetik, mit den neuen Züchtungsmethoden, das ist ein Heft von dem Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft. Ich glaube sogar biologisch-dynamische. Also es sind die Anthroposophen, ist aber wirklich ein sehr schönes Heft, wo sehr wissenschaftlich dargestellt wird, was die neueren Entwicklungen sind. Kann man als PDF da auch umsonst runterladen, kann man sich auch kaufen als gedrucktes Heft. Dann vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang mit unseren Samen halt, ist die Organisation Save Our Seeds. Und natürlich, wer sich interessiert, kann auch auf dottenfelderhof.de vorbeischauen, nicht nur virtuell. Ich möchte auch alle gerne einladen, wer das mal sehen möchte, man muss sich das wirklich mal lebendig angucken. Beste Zeit dafür ist natürlich, wenn die Ähren schon da sind, so, das ist so zwischen Juni, Juli ist die beste Zeit. Ich freue mich immer über Besuch, den ich dann mein Sortiment zeigen kann und würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeikommt. Vielleicht kann man auch einen Workshop machen, dass man das Kreuzen mal lernt oder so. Würde ich mich immer freuen und ansonsten verbleibe ich mit vielen Dank. So, danke vielmal. Wir haben trotzdem noch etwas Zeit für Fragen und da ist es wie immer, Fragen entweder über IRC, Internet, Twitter oder für die Person im Saal. Wir haben hier 2 Mikrofons, eins in der Mitte, eins da links außen und bitte die Leute, die Fragen haben, einfach zum Mikrofon gehen. Haben wir gerade Fragen aus dem Internet? Okay. Aber da habe ich eine Frage aus dem Saal. Bitteschön. Mich würde mal interessieren, wenn so ein Eigengerät meinetwegen wie ein Kleinwagen kostet. Was kostet das insgesamt? Was ist an Material notwendig, um so eine Züchtung machen zu können? Also ich habe mal die Zahl gehört, dass man für Entwicklung einer Sorte etwa 500.000 braucht. Das ist aber eine Schätzung, die kommt nicht von mir selber, die habe ich mal gehört. Es ist sehr schwer einzuschätzen. Also wir sind in der Hauptsaison 10 Angestellte, die bezahlt werden müssen. Das sind Fachkräfte zum großen Teil. Okay, wir arbeiten im ökologischen Bereich, wir werden schlecht bezahlt, aber es ist natürlich, Lohnkosten sind hoch. Die Maschinen kosten viel. Wir haben von diesen Mähdrescher, die sind schon sehr alt, die haben wir billig bekommen. Nur wir haben 4 Stück davon. Wir fangen in der Ernte, fangen wir morgens um 10 an und abends wird das dann abgeschleppt und man hat dann den Vormittag am nächsten Tag Zeit bis 10 aus den anderen Teilen da die Ersatzteile raus und den wieder zusammenzuflicken. Ich weiß nicht, was der neu kostet, aber auch bestimmt mehrere 10.000. Also es ist teuer. Das Problem ist halt auch, dass man ja, das schlecht verkaufen kann. Also wir sind komplett spendenfinanziert, wir sind kein Profitunternehmen. Wenn wir ein Profitunternehmen wären, dann müssten wir ja quasi von dem, was wir an zertifizierten Saatgut nachher verkaufen, leben. Oder es gibt halt auch diese Regelung, dass man Lizenz zahlt. Das ist dann so ein bisschen, da gibt es dann einen Verein, mit dem haben wir nichts. Das ist dann, die Bauern tun das im großen Teil nicht. Die sind zwar irgendwie verpflichtet, aber es ist alles so, es gibt auch immer wieder Diskussionen. Und der Bauer kann halt nachbauen. Im Schnitt sind das immer so 50%, die der Bauer nachbaut und 50%, die er Z-Saatgut kauft. Und für den Nachbau müsste er eigentlich Lizenz zahlen. Das wird dann von so einer ähnlichen Firma wie der GEMA eingesammelt. Also das ist schwierig. Deshalb ist es auch so wichtig, finde ich, dass diese Arbeit nicht nur in privaten Firmen gemacht wird. Also natürlich tun die gute Arbeit und sind auch wichtig, weil sie viel Forschung machen, weil sie in den Märkten halt viel Gutes tun. Aber es gibt halt viele Nischen, also für die es sich halt einfach nicht lohnt, privat zu forschen. Also ich denke auch gerade an die dritte Welt, ich denke gerade an die ökologische Landwirtschaft, da ist es sehr schwierig, damit überhaupt Geld zu verdienen. Okay, wir haben eine weitere Frage in der Mitte des Saals. Ja. Hallo, ich habe meine Frage zu der Backqualität, was du gesagt hast bei der Analyse, war das glaube ich das erste Bild. Was ist jetzt eine schlechte Backqualität und was eine gute? Hat das jetzt was damit zu tun, wie gut das Wasser aufnimmt? Oder Du meinst die Fallzahlmaschine? Genau.
Also ich mache da ja einen kleinen Teig, ja, den ich innerhalb von einer Minute anrühre. Und was da entscheidend ist, ist die Amylase-Aktivität. Durch die, also das ist das Enzym, das halt die Stärke aufspaltet und dadurch wird der Teig dann halt dicker. Und man kann auch nicht sagen, also eigentlich ist eine hohe Zahl immer im Prinzip die Viskosität. Das Problem ist aber, es ist jetzt, also normal strebt man hohe Fallzahlen an. Allerdings sind Fallzahlen so zwischen 250, um die 250 sind fürs Backen optimal. Nur ich als Züchter, ich habe auch gerne einen Weizen mit 350 Fallzahl, weil ich den dann mit einem schlechteren zusammenmischen kann. Also wenn ich eine hohe, sehr hohe Fallzahl habe, dann kriege ich wieder nur so ein ganz dickes Brot. Man kann da mal gucken, es ist alles Firma Perten, die haben da auch schöne Bilder, da gibt es dann immer so Probebackungen. Ich habe mich jetzt nicht getraut, hier irgendwelche Bilder, wo ich kein, ja, wisst schon. Also das ist halt wirklich auch nur so ein, über den Daumen gepeilt, ja, könnte was sein. Passt auch nicht immer genau hin, also es gibt Jahre, es hat viel mit dem Wetter zu tun. Es gibt Jahre, da habe ich schlechte Fallzahlen und kriege mit dem Mehl trotzdem gute Brote raus. Am besten von den ganzen Sachen ist, glaube ich, die Sedimentationszahl, die hat die größte Vorhersagekraft. Und ja, das ist alles ein bisschen, das sind halt nur so Anhaltspunkte. Findet man allerdings auch in den Sortenlisten, also das Bundessortenamt gibt Sortenlisten raus. Und da sind das auch Werte, wo die dann eigentlich, werden dann zwar als Bonituren eingeteilt, aber da kann ich halt auch vergleichen, die Sorten, mir aussuchen, welche Sorte ich anbauen möchte. Okay, Dankeschön. Okay, und wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Hier hast du Mitte. Auch wenn die Frage eigentlich für jegliche Art von Zuchtbetrieb oder Massenzucht zutreffen würde, warum ist das Interesse an einem guten, intensiven Geschmack oder einem Nicht-Pappe-Geschmack, wie das im Vortrag ja hieß, warum besteht da eigentlich kein Interesse für die Bauern oder für die Betriebe, die halt ja die Zuchtarten ja irgendwie mitdefinieren? Ja, ich denke, das liegt ganz eindeutig an der Marktwirtschaft. Also ich kriege halt bezahlt, nicht für den Geschmack, sondern einfach für die Dezitonnen pro Hektar. Also ich Und muss auch ganz ehrlich sagen, so, also mich hat mal auch jemand von Arte angerufen, hat mich mal eine Dame angerufen, die wollte eine Sendung, einen Film machen über Geschmack bei Lebensmitteln und hat sich den Weizen als tolles Beispiel ausgesucht, weil man da ja so viele unterschiedliche Sachen machen kann, hat bei uns angerufen und ich wollte sie eigentlich, meinte so, nee, gehen Sie lieber, suchen Sie sich nochmal was anderes aus, weil bei Weizen wird nie auf den Geschmack geachtet und wenn ich mir, ich denke auch, dass er nicht so, die muss schon sehr fein schmecken, um jetzt einen Unterschied dann im Endprodukt zu merken. Also das, mir, ich find's, also ich habe ein großes Interesse dran, aber ich denke, man muss da, ja, Kultur, die Kultur auch wieder, die Geschmackskultur wieder entwickeln, dass das wieder einem mehr wert ist, dass man wahrscheinlich auch mehr Geld dafür ausgeben muss. Okay, da sehe ich noch jemanden. Okay, nochmal in der Mitte des Saals. Eine ganz kurze Frage. Gibt es schon glutenfreien Weizen? Ja, habe ich gehört von. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Aber ja, gerade in den neueren Züchtungsmethoden, da hat man Methoden rausgefunden, dass man halt sehr genau auf Gene, man Gene auch ausschalten kann, die halt für dieses Gluten zuständig sind. Doch, da gibt es Sorten. Und ich meine auch, dass zum Beispiel der Dinkel ja immer sehr gern bei diesen Cerealic Disease, also diese Glutenunverträglichkeit, glaube ich, auf Deutsch, ne? Da ist ja immer Dinkel sehr beliebt. Und es gibt auch verschiedene andere Getreide, wo dieses Gluten jetzt nicht so vorhanden ist oder wo es halt anders vorhanden ist. Es gibt auch neue Untersuchungen, die irgendwie in die Richtung weisen, dass halt gerade dieses nicht auf Geschmack, sondern auf diese Gluten, also viel Gluten im Korn drin, dass die auch diese Glutenunverträglichkeit, die in der Bevölkerung immer mehr auftaucht, dafür auch zuständig ist. Also dieses Hochzüchten ist unter Umständen auch, also es gibt Indizien, noch nichts Genaues weiß man nicht, aber Indizien, dass das halt auch dahin geht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja viel Weizen versucht und diese Gluten-Kaugummis gemacht und bei den hochmodernen Elite-Weizen, da kriege ich einen Kaugummi, der ganz glatt ist, der schmeckt fast, als würde ich auf ein Kondom rumkauen. Und bei den alten Sorten, da kriege ich einen richtig schönen Kaugummi, der Struktur hat, der lecker schmeckt, wo, ja,
dass man das Gefühl hat, ja, die Glutenqualität ist auch eine ganz andere. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit diese Unverträglichkeiten verursacht. Vielen Dank. So, gut, wir haben die Zeit erreicht. Ich danke auch für den interessanten Vortrag und ich bitte nochmal um eine Runde Applaus. Danke. Und falls jetzt auch noch Fragen sind, ich denke, es gibt sicher auch die Möglichkeit, die noch persönlich zu stellen. Danke vielmals.